Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Eigentlich wollte ich hier aufhören, aber ich habe so Bock darauf, weiterzumachen. Alles klar, hier ist ein Secret und wieder das Alkemoth-Siegel. Und wer Xenoblade 1 gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Wir gehen weiter in diesem geheimen Zentralturm, was hinter dem Thronsaal vom Schloss Kevis ist. Oh yes, was haben wir denn hier? Ein riesigen Raum. Queen's Beans, this place is magnificent. Zentralturm Himmelsgarten. Oh yes. Every day's a training day. Das ist, was ich mir erwartet hatte. Ein geheimer Ort. Und ich weiß auch welcher. Oh, you can see Colony 11. Nope, I lied. It's too high. Doch, du kannst Kolonie 11 sehen. Aber dieser Ort hier erinnert mich auf jeden Fall an was. It sure would be terrible if we fell from here. Ja. Denn das müsste der Königs oder der, nee, wie heißt es? Der Kaisergarten oder Kaiserin-Garten der damaligen Empress von, oder der Frau des Kaisers von Alkemoth sein. Wo eine gewisse Person gelebt hat. Melia. Ist das der Ort vielleicht? Dass das hier früher der Garten war? Boah, wie geil man hier alles gucken kann, ne? Wenn der schwarze Nebel nicht wäre, ne, dann könnte man auch richtig geil hier Uriah sehen. Da haben wir den... Ist das der Magtawald? Ja, ne? Ja. Da sind die Städte. Diese. Ach, die Städte. Die Hochhäuser und alles, ja. Da hinten ist dieses Eisgebiet. Das passt. Boah, das ist so crazy, das alles zu sehen hier, ne? Ich frage mich, ob man auch mal da oben hinkommt. Ich würde tatsächlich mal gerne hier runterfallen, einfach nur. Gibt es eigentlich auch den Weißflügelpalast? Weil, das ist ja... Guck mal, hier ist noch irgendwo ein weiterer Aufzug. Irgendwo unter mir. Oder ist das einfach nur durch die Map? Lol. Okay, das ist mega geil, dass man das kann. Oh ja, hier unter uns ist tatsächlich noch was. Guck mal hier. Hier ist ein Secret. Da ist ein ultimatives Secret. Lance? Ich brauch dich. Nee, Lance ist kein Tank. Juni. Come on, who else? Probier mal hier drauf zu landen. Oh mein Gott! Hey, look, Mimi. Isn't this amazing? Gemächer der Königin. Oh mein fucking Gott, was ist das denn für ein Ultra Secret? Was? Das ist ja mal das absoluteste Secret und ein Bild vom RFC mit Alkemoth. Oh mein Gott, was haben wir denn hier für ein Secret entdeckt? Wo sind wir?
Hier ist nochmal ein komplett eigener Fahrstuhl tatsächlich. Das heißt, wir kommen noch weiter. Wir kommen noch weiter. Oh mein Gott. Ich habe schon mal den Aufzug gerufen. Das ist schon mal gut. Da ist er auch schon. Was kann man hier noch erkennen vielleicht? Irgendwelche Easter Eggs noch? Das ist auf jeden Fall das absolut heftigste Secret in dem ganzen Spiel bisher. Die Gemächer der Königin. Und ihr wisst, wer die Königin ist. Gemächer von Melia. Oh mein Gott. Das ist ja das ultimative Secret. Wie lucky, dass ich das gesehen habe. Aber das ist halt meine Belohnung für sich, das alles umzuschauen. Sich hundertprozentig umzusehen. Und hier sind sogar die alten Tore. Ah, hier. Das ist das Geheimnis. Und man kommt auch nicht von der Seite dadurch. Das heißt, du kommst nur von der... Nur den Weg, den ich gewählt habe. Nur dadurch kommst du dahin. Oh mein Gott, ist das geil. Boah, da bin ich richtig hyped gerade. Gemächer der Königin. Was für ein fucking awesome Secret war das denn bitte? Ich meine, das hier war schon geil. Ja, Zentralturm Himmelsgarten. Aber das hier, das toppt ja mal alle Geheimverstecke bisher. Auch wenn es nur ein kleiner Miniraum ist, aber das ist das geilste Easter Egg bisher in dem ganzen Spiel. Stell dich mal vor, das war Melias Ausblick. Ist schon geil, ne? Also, ich hätte zwar ein bisschen Angst, dass ich hier runterfalle, aber holy fucking shit, ist das eine View. Können wir auf das Bett? Ja, wir können auf das Bett. Wir schüpfen mal ein bisschen, so. Hier, so. Komm, wir schlafen alle zusammen. Alle zusammen, alle sieben jetzt in dem Bett. Was? Was? Ich weiß es auch nicht. Holy shit, wie geil war das denn bitte? Also nur Side Story, heftig. Die einzige Sache ist, wir haben noch nicht alle Orte entdeckt. Und das, obwohl hier gar nicht so viele Orte sind, wo man hin könnte. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Hier ist noch was. Irgendwie. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ja. Da fehlt irgendwie was für mich. Und, hier rein. Das machen wir jetzt sofort. Aber was für ein heftiges Secret. Dafür könnt ihr mal ein Like da lassen. Und ein Abo. Dafür könnt ihr kein Abo da lassen. Oh Gott. Doch, hier, also ich habe mich gut gerettet. Das heißt, ihr dürft mir ein Abo da lassen. Nein! Das hat keiner gehört. Männlicher Schrei. So, moin. Ich snack mir erstmal einen Container. Dankeschön. Nopa und Goldmünze. Nice. Kann ich hier rausjumpen? Oh Gott. Entschuldigt. Ach, der Ulrich. Der Ulrich! Hab ich recht mit der Annahme, dass ihr die Ouroboros seid? Okay, ich lasse das mit der Stimme. Das kommt immer drauf an, wer fragt. Oh, ich bitte um Vergebung. Ich bin Ulrich, der Schlossinspektor. Ich habe überall nach euch gesucht. Moment, haben wir uns nicht irgendwo schon mal gesehen? Allemann vergesslich geworden? Ulrich hat Colin 90 Male pedantisch genau inspiziert. Bist du sicher? Ihr könnt euch nicht an die Offiziere eurer eigenen Armee erinnern? Ich fürchte nicht. Oh, keine Sorge. Du meintest, du hast uns gesucht? Ja, es gibt da einen Gefallen, um den ich euch bitten wollte. Oh ja? Okay.
Willst du, dass wir die Kolonien inspizieren, die wir befreit haben? Ja, ich möchte, dass sie überprüft, wie die Kolonien ohne Flammenuhr zurechtkommen. Nur um zu sehen, ob die Soldaten sich in das Leben ohne Flammenuhren und Konsul anpassen können. Schön und gut, aber warum kannst du das nicht selber machen? Mit deinem Rang hast du doch sicher den ein oder anderen hervorragenden Leibwächter. Ah, nein, das ist leider unrealistisch. Jetzt, wo so viele Kolonien befreit wurden, sind unsere alten Methoden der Inspektion nicht mehr so wirksam. Ferner könnte ich wohl kaum in eine Agnus-Kolonie hineinspazieren und munter drauf losinspizieren, ihr versteht? Aber ihr als Ouroboros werdet überall warm empfangen, da bin ich mir sicher. Da ist was dran. Also, was meint ihr? Könntet ihr dem Schloss helfen und so auch die Bewohner der Kolonien unterstützen? Okay. Wenn du uns sagst, dass es dem Wohl der Leute, die doch dient, dann glauben wir dir das. Sind alle anderen auch einverstanden? Yes. Gut, dann machen wir es. Ich bin sehr dankbar. Welche Kolonien sollen wir inspizieren? Eine Zufallsauswahl dürfte wenig effektiv sein. Sollen wir mit Kolonie 9 beginnen? Das ist eine Kolonie, die Ulrich gut kennen sollte. Dort kann er am ehesten die Unterschiede nach Befreiung sehen. Was meinst du, Ulrich? Keine Einwände meinerseits. Wir sollten mit Kite sprechen, sobald wir bereit sind. Das ist nur eine normale Mission? Okay. Der neue Inspektor. Okay. That looks like a good rest spot. Zum steppenden Nopon. Nice. So, wir haben noch eine neue Girlie hier. Painana, oder wie hieß? Always nice to see a new face. Panina? Hey, wait, wir müssen was Wichtiges hier tun. Ihr wisst es doch auch, ihr wisst es doch, wir müssen unbedingt Fuden, Pökelfleisch, Wizard. Erhöht EP 40%? Kostet 2,5k, ja moin. That's good. Ja, 40% EP ist schon nice. Und sie hat das neue Rezept erlernt. Vielleicht kriegen wir dann... XP und Klassenpunkte. Das wäre natürlich nice. Was haben wir noch zum Besprechen? Ja, ein paar Sachen. Komisches Bild. In letzter Zeit scheint eine merkwürdige Person in Fort Ovirbus an einem sehr bunten Bild zu arbeiten. Oh ja, die nennt man Gemälde, oder? Ich habe von Monika davon gehört. Das hat wohl mit dieser Kultur zu tun, von der sie ständig reden. Kevin hat doch hier eigentlich noch nie jemand solche Gemälde gemacht, oder? Ja, ich dachte nur, City-Bewohner beschäftigen sich mit sowas. Was meint ihr zu einem Ausflug? Ich gebe zu, das macht mich neugierig. Halt, Herr Ernst und Bieder, Tyon will einfach so dorthin? Ich kann die Neugierde erfassen wie jeden anderen auch. Ich bin einverstanden. Sehen wir uns im Vor nach dieser Person um. Der Maler. Schöne Quest, okay. Elite-Rekruten? Was ist los mit diesen Rekruten im Fort? Die sind irgendwie komisch drauf. Was meinst du mit komisch? Die reden immer so herablassen, als ob sie sich für das Besseres halten. Ja, das ist ein ganz schön dreister Haufen. Das sagt die Richtige. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Aber im Ernst, ich kann solche Leute wirklich nicht ertragen. Als Nachfolger der Führungsriege... Führungsriege sitzen sie den ganzen Tag im Unterricht und kriegen nichts von der richtigen Welt mit. Das klingt etwas riskant, oder? Ja, sobald die mal einen wirklichen Kampf erleben, sind sie gearscht. Yep. Aber was können wir dagegen tun? Wir könnten sie herausfordern. Bitte? Naja, wenn wir sie im Kampf platt machen, dann plätten wir ihre überzogenen Egos gleich mit. Lance hat recht, wir müssen denen zu ihrem eigenen Besten zeigen, wo es lang geht. Was für eine absurde Idee. Alles klar, wir gehen zum Vor und zeigen es diesen aufblickfähigen Rekruten. Vorbilder. Okay. Erfolgsserie. About that thing. Nach der Flammenuhr von Schloss Agnus haben wir jetzt endlich auch die von Schloss Chemist zerstört. Läuft bei uns, würde ich sagen. Das hätte uns wohl kaum einer zugetraut. Haben wir das nicht hauptsächlich der Ouroboros-Kraft zu verdanken? Ganz so kann man das nicht sagen. Es hat in der Vergangenheit viele Ouroboros gegeben, die die Mobius aufhalten wollten. Also meinst du, wir haben es letztendlich aus eigener Kraft geschafft? Genau das will ich damit sagen. Richtig. Anfangs war ich mir alles andere als sicher, aber mittlerweile kann ich es mit Überzeugung sagen.
Wir alle haben unseren Beitrag geleistet, so weit zu kommen. Ich danke euch von Herzen dafür, dass ich an eurer Seite kämpfen darf. Okay, ich hatte mir eine etwas andere Reaktion erhofft. Was soll man denn da sagen? Das kam jetzt alles etwas plötzlich. Niemand sagt was. Ist das peinlich? Mir geht's auch so, Tyron. Du hast mich oft im Kampf gerettet. Da müsste ich mich eher bei dir bedanken. Gut gerettet, Noah. Warum sagst du das denn jetzt so direkt? Da fühle ich mich auch peinlich berührt. Wer hat denn damit angefangen? Selber schuld, würde ich sagen. Wie die ganze Zeit gut in ihren Köpfen. Das ist ja mega. Okay. Feier ich irgendwie? Wir haben gerade gegessen, du komische Lady. Alter, wir haben 40% Food Me Dings gegessen. Und die sagt, ich hab Hunger. So, auf jeden Fall. Wir haben zwei neue Missionchen hier. Ich will aber immer noch wissen, was das Problem mit dieser blöden Kacke da ist. Ich will nochmal hier hingehen. Warum war das nicht richtig angezeigt? Aber es zählt nicht zu den schwebenden... Das zählt... Aber vielleicht zählt das nur zu der einen Map. Hä? Ah ja, siehst du? Das ist ein Abwassersystem. Die Map zählt das rein. Es zählt nicht zu den schwebenden Syrah-Riffen. Ja. Auch wenn wir nicht auf der Map zu sehen sind. Naja, Schloss erste Ebene. Ja. Können wir mal kurz hinreisen? Hey, this one means business. Ja, aber leider ist es nicht so, wie ich es geplant hatte. Ah doch, die Tore sind auf. Die waren vorher zu. Jetzt sind die auf. Das ist doch das, was ich wollte. Sehr gut. Die sind jetzt offen. Na, mal gucken, was hier passiert. Liegt ein einsames Item. Okay, das war relativ unspannend. Aber ich glaube, dass das nicht überall so sein muss. Gehen wir auf die andere Seite. Hier sehen wir nochmal die schöne Bionis McConis Wand. Achso, übrigens, ne? Falls jemand jetzt nicht Xenoblade 1 gespielt haben soll. Rechts ist McConis, links ist Bionis. McConis hat ein Schwert in der Hand, das so, ja, jetzt ganz oben am Rand zu sehen ist. Ja? Das ist so ein bisschen grünlich. Das ist das Schwert, was draußen steht. Nur um euch mal einen Vergleich zu geben, wie riesig McConis und Bionis waren. Das Schwert, was hier ist, das ist das Schwert von McConis. Nur das Schwert, ne? Bionis hatte natürlich sein eigenes Schwert, das man jetzt aber nicht unbedingt da sieht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass McConis Bionis schon verletzt hat. Aber ich sag nicht mehr dazu. Obwohl, habe ich nicht schon sogar Xenoblade 1 Krams gespoilert? Oh, hey, look at that. Ich weiß es nicht. Aber ich sag jetzt mal nichts weiter dazu. Schade, hier war kein Secret. Hätte ich mir eigentlich erhofft, tatsächlich. Dann gehe ich mal zum dem Bereich, weil da hinten müsste auch noch ein Tor offen sein. Können wir irgendwo raus? In die Richtung müssen wir. Da ist auch jetzt das Tor offen.
Ciao. Okay. Ach, das ist das hier. Ja, okay, das ist kein Problem. War kein Problem. Ja. Da waren wir auch schon. Alles klar. Okay, dann können wir hier schon mal nichts machen. Dann würde ich Karte des Zielgebiets mit Kolonie 9 einfach anfangen. Ja. Ich wünschte halt, dass wir noch Stuff zur City bekommen, ne? Also Missionen, damit wir die endlich auf Maximum bringen. Ich kann die nicht mit Collecticon-Karten pushen. Ich kann die halt nur pushen, wenn ich eine Mission noch bekomme. I'm feeling like I could eat. Nein, du eatest jetzt nix. So. Hallo Kite. Was ist los, wenn ihr wegen der Felder hier seid? Felder? Ihr baut eure Lebensmittelvorräte selber an, statt industriell gefertigte Nahrung zu beziehen? Wer ist das? Moment mal, der Schlossinspektor? Na los, Kite weiß noch. Kluger Kite. Also, was soll das hier werden? Entschuldige für den unangekündigten Besuch. Es geht darum. Tja, so sieht's aus. Also könntest du uns erklären, wie es Kolonie 9 mit den Feldern geht? Ja, gerne. Warum nicht? Oh, so weit müsst ihr nicht gehen. Es reicht, wenn ich mir nur selber die Felder ansehen darf. Gehe raus, den Abhang beim Hinterausgang runter, weiter geradeaus und dann über die Brücke. Dann siehst du sie links. Dankeschön. Dann mache ich mich mal auf. Hey, warte mal. Entschuldige, bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Wie er einfach wegrennt, der Typ. Oh cool, der Commander ist sogar hier. Gebt mir mal eure... Oh, Maserkartoffeln. Dankeschön. So, Ulrich. Das ist wunderbar. Du kannst nicht einfach alleine hier rumrennen. Oh, es tut mir leid, ich war nur so aufgeregt, die Felder zu sehen. Und all das ohne Unterstützung durch das Schloss. Wie beeindruckend. Wirklich großartige Arbeit. Habt ihr diese Aktion in die Wege geleitet? Nein, wir haben ein wenig geholfen, aber das hat alles die Kolonie getan. Ich verstehe, wie wunderbar. Jemand von Agnes hat ihnen sehr dabei geholfen. Was? Agnes und Kevis haben zusammengearbeitet? Könnten wir als nächstes eine arknische Kolonie besuchen? Bist du sicher? Das bin ich. Ich glaube, es gibt hier eine in der Nähe, oder? Die nächstgelegene ist Kolonie Gamma. Können wir dann dort als nächstes hin? Die Kolonie ist der anderen so nahe, aber trotzdem ist sie nur leicht bewacht. Normalerweise wäre hier mit militärischen Auseinandersetzungen zu rechnen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich möchte diese neue Welt kennenlernen. In dem Fall werden wir Agnea dich herumführen. Für uns war Kolonie Gamma nämlich unser Zuhause. Dann gehen wir los. Ja, bevor wir das tun... Gehen wir aber noch durch die Kolonie, weil wenn wir sowieso zu allen Kolonien müssen, dann checke ich natürlich auch, ob hier noch eine Mission ist oder so. Weil ich habe jetzt keinen Bock mit Collecticon-Karten hier die 5 Sterne zu bekommen. Ich hoffe natürlich, dass hier noch eine Mission ist. Irgendwo. Vielleicht. Maybe. Und ich würde unbedingt gerne etwas zu Riku erfahren. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Zu dem erfährt man einfach nichts. Ich will unbedingt was zu dem lernen, ne? Was hat der damals gemacht? War der am Bau des Ursprungs beteiligt vielleicht? Weil die Nia sagte... Es gibt einen Nopon, der am Bau des Ursprungs beteiligt war. Und ich habe als erstes an Samon oder an Riku gedacht. Aber Samon wäre ein bisschen, keine Ahnung, komisch.
Ich weiß nicht. I'm feeling like I could eat. Hey, don't play any of your usual tricks just because they're Agnes. I'm not doing anything. For the time being. Das ist also Kolonie Gamma. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier Fuß in eine arktische Kolonie setze. Es gibt sehr viele neue Soldaten hier. Ja, sie wurden von der Front ferngehalten, um als Reserve zu dienen. Interessiert dich das? Natürlich, es interessiert mich sogar sehr. Viele Soldaten haben Angst vor der Zukunft, die durch die Zerstörung der Flammenuhren eingeläutet wurde. Sie sind sehr motiviert, härter zu trainieren und aktiv daran zu arbeiten, diese neue, harte Welt zu überleben. Das ist Teil der Veränderung, die ihr verursacht habt. Sie wären bestimmt stolz darauf, von einem Inspektor so eingeschätzt zu werden. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Könnt ihr mich zum nächsten auch begleiten? Ja, ja, wohin geht's denn diesmal? Diese City. Ja, okay, dann auf zur City. Moment, die City? Ja, die City. Ein Ort in Ionis, der weder mit Kevis noch Arctus zu tun hat. Bei dem Gedanken daran, dass ein solcher Ort existiert, werde ich ganz aufgeregt. Es wird allerdings schwierig, einen Fremden, den niemanden in der City kennt, dort hineinzubekommen. Ja, gibt es irgendeinen Ort außerhalb der City, wo er City-Bewohner treffen könnte? Oh, den gibt es. Schloss Agnes. Oh, stimmt. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Du bist heute richtig in Fahrt, Senna. Ja, es wird einfacher, sie dort zu treffen, als ihn in die City einzuschleusen. Wenn Eggy und Oggy dort sind, werden sie uns wenigstens zuhören. Wäre das in Ordnung, Ulrich? Es ist nicht ganz das, was du dir erhofft hast, aber natürlich, das ist in Ordnung. Ich interessiere mich für Menschen, nicht für die Orte. Dann auf zu Schloss Agnes. Okay. Ja, weißt du, er kommt zum ersten Mal in eine arktische Kolonie und jetzt kommt er direkt zu Schloss Agnes, weißt du? Das, ja. Das hätte er wahrscheinlich nie, never. Also, arktische Kolonie vielleicht ein bisschen, so 1%, aber das Schloss 0,0001% wahrscheinlich. Wie geht's dir, Oggy? Das war nicht Neues, uns geht's fantastisch. Oggy oder Eggy? Eggy, Oggy, Eggy, Oggy, Oggy, Eggy. Na, sowas von. Und ihr seht auch so, als ob es euch gut geht. Du wirkst ja richtig enthusiastisch, Eggy. Ja, das sind also die City-Bewohner, die derzeit im Schloss leben. Hm? Wer ist das? Ein Freund von euch? Ja, es geht darum. Interessant, du willst also mehr über die City erfahren? Ja, das will ich. Als Leute mit Erfahrungen und Wissen aus erster Hand könnt ihr mich mehr über das Leben in dieser City erklären. Das können wir tun. Wenn Noah und die anderen für dich bürgen, haben wir keine Einwände, oder, Eggy? So ist es. Okay, dann leg mal los. Frag uns, was du wissen willst. Bin von Herzen dankbar dafür. Es wird auch nicht allzu lang dauern. Ach, lasst euch nur Zeit. Wir werden uns schon allein beschäftigen können. Ich danke euch. Dann sehen wir uns irgendwann später. Sind sie fertig? Oh, sieht danach aus. Und, hast du etwas Interessantes von ihnen erfahren? Ja, sie haben viele faszinierende Dinge erzählt, aber... Aber was? Naja, ich habe das Gefühl, ich habe gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, ich werde eine Weile hierbleiben. Was, du willst hier leben? Im Ernst? Ja, Eggy und Oggy sowie Seeker, der Repräsentant von Agnes, haben mich freundlich willkommen geheißen. Aber warum so ein Aufwand? Meine Position als Inspektor verlangte danach, dass alles dem Schloss und somit Kevis zu dienen habe. Jegliche Bestrebung, die dem zuwiderlief, war restlos auszumerzen. Aber aus jetziger Sicht ist das alles Unsinn. Warum haben wir einen Wohlstand verfolgt, der auf so vielen Opfern basiert? Ja. Ihr habt mir die Augen geöffnet. Kevis, Agnes, die City. Ich habe gesehen, wie sie zusammenarbeiten und ich verstehe jetzt, welche Zukunft wir erschaffen müssen. Mit diesen Leuten zu leben und sie wirklich kennenzulernen, das ist der erste Schritt in diese Zukunft. Ich verstehe, dann haben wir unseren Teil hier getan. Ich möchte euch gerne dafür danken, dass ihr mich auf diese Reise begleitet habt. Von jetzt an möchte ich nur noch meine eigenen Schlüsse ziehen, basierend auf dem, was ich hier lerne. Für die Zukunft von Kevis, nein, von ganz Ionis. Nice. Ich habe am Anfang gedacht, er wird uns hintergehen, aber...
Scheint ein netter Kerl zu sein. I never thought I'd be standing in the heart of Agnes. Colony relations changed, looks like. Gucken wir mal, haben wir denn direkt schon eine neue Mission hier? Vom Ulrich? Vom Uli? Ah, da ist er ja. Hey. Okay. Keine weiteren Sachen hier. Okay. Dann haben wir noch eine Mission beendet. Das ist auch nicht schlecht. Ich dachte, dass wir jetzt eigentlich diesen Ort hier langsam komplett haben, aber irgendwie dauert das, glaube ich, noch. Dass wir hier durch sind. Aber egal. Wait. Eine Sekunde. Moment. Was haben wir denn? Steppendanova. Vorbilder. Ich will die Mission zuerst machen. Nicht der Maler. Weil da komme ich vielleicht nach unten dieses geheimen Dingsbums. Aber okay, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Oh, ist die Tür da auf? Ne, die ist zu. Okay. Tschüss.